Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Dennis spielt das. Wir befinden uns hier im Außenbezirk vom Bahnhof Riesa und ich habe heute mal gedacht, wir machen heute mal so ein bisschen Lokzug. Haben wir ja auch noch nicht gehabt, auf jeden Fall noch nicht in der Art und Weise, wie ich es hier habe. Habe mir gedacht, ja, das machen wir heute einfach mal. Und ja, ihr seht, die Sonne geht langsam auf und ich habe mir einen wunderschönen Lokzug zusammengestellt. Hier die BR101 in Märklin, Repaint hier die 143, gefolgt von der 112, dann die 146 in IC Repaint, dann haben wir hier die BR103 von der linken Rheinstrecke, dann haben wir hier die Vectron BR193 in Foxleth Repaint und schließlich vorne noch dran die Zuglok BR101 in Rheingold Lackierung. Und ja, wir werden jetzt hier aus dem BW rausfahren und uns auf den Weg nach Dresden machen, denn dort müssen wir den Lokzug hinüberführen. Ich hoffe, das geht alles wunderbar glatt und würde sagen, wir beenden den Fotomodus und steigen da mal vorne in unsere Zuglok. Steigen da mal vorne in unsere Zuglok und werden dann mal versuchen, uns auf den Weg nach Dresden zu machen. Das ist auf jeden Fall der Plan für heute. So, dann steigen wir mal ein, rüsten die ganze Kiste mal auf, würde ich sagen. So, das heißt, SIFA, PZB und LZB natürlich. So, genau. Zack, dann setzen wir uns auf unseren Poppels. Dann zack, zack. So. AFB natürlich noch. Zack. Das Ganze auf 40 stellen erstmal. Sonst hier jetzt überhaupt erstmal durch den Bahnhof schlängeln. So, dann versuchen wir es. Dann versuchen wir es. So, hier ist das Dresdner BW. Ich weiß nicht genau, ob wir da hinkommen werden. Ich kann es versuchen, dass wir den dann hier abstellen. Ich kann es echt versuchen. Ich weiß es nicht, ob es klappt. Versuchen es einfach mal. Okay, das scheint erstmal zu gehen. Gucken wir mal, wie weit die Signale uns lassen. Und schalten wir erstmal langsam auf. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, scheint alles zu funktionieren erstmal. Noch haben wir kein rotes Signal. Bleiben erstmal bei 40 vorsichtshalber. Drücken natürlich die SIFA. Fahren wir hier hinterm Bahnhof her, mit dem Bahnhof Riesa. Bleiben nach wie vor bei 40. Hier haben wir gelb. Das heißt, gleich haben wir irgendwo rot. Ich sehe es aber noch nicht. Sehe noch kein rotes Signal, was uns da im Wege ist. Dürfen jetzt schon schneller, aber wir sind ja nach wie vor unter PZB-Beeinflussung, deswegen lassen wir das mal. Also nach wie vor kein rotes Signal. Können es befreien. Dann dürften wir eigentlich auch aufschalten.
mich jetzt nicht alles täuscht. Wir bleiben nach wie vor bei 40 doch erstmal, weil ich noch nicht weiß wegen den Signalen. Wir können uns ja mal abfragen, vorsichtshalber, ob irgendwo was kommt. Nee, fortfahren. Das heißt für mich, wir haben grün. Fortfahren. Jetzt, warum haben wir denn jetzt rot? Na, ist egal. Lassen wir das. Regen wir uns nicht mehr drüber auf. So, haben wir jetzt rot oder grün? Beziehungsweise. Das ist ein weißes Zusatzsignal, beziehungsweise weißes Zusatzlicht, ihr seht's, das heißt ja normalerweise wir dürfen. Okay, wir sollen nach wie vor unter 45 bleiben. Fragen wir das nächste Signal ab. Abgelehnt. Okay. Fragt sich nur welches Signal? Okay. Wird wahrscheinlich erstmal keins kommen, dann können wir eigentlich raufschalten, oder? Versuchen wir es. Da haben wir gelb. Dann haben wir auch irgendwo rot. Dann haben wir auch irgendwo rot, da vorne. Das ist das rote Signal. Da ist das rote Signal, dann schauen wir mal. Ah, deswegen, wegen ihm. Ah ja, gut, dann hat sich das auch gleich erledigt. Dann hat sich das auch gleich erledigt. Na, wer sagt's denn? So, auf geht's. Dann dürfen wir wieder 120 fahren. Wunderbar.
Wunderschön, wunderschön. Scheint zu klappen, auf jeden Fall. Einfach geil, einfach geil. Wunderschöner Lockzug, mega schön. Wunderschön. Einfach geil. Sehr, sehr schön. Oh, in 3,5 Kilometern nur noch 60. Gut zu wissen. Kann man sich darauf einstellen. Ihr seht das da oben rechts. Läuft langsam die Kilometerzahl ab, indem die nächste Geschwindigkeitsveränderung kommt. Das sind jetzt noch genau 3 Kilometer. Jetzt keine Leistung mehr. So, da sieht man die 60 auch schon in 2,2 Kilometer. Das heißt, können uns eigentlich schon darauf einstellen, zu bremsen. Also das finde ich richtig gut, dass das da oben so angegeben ist, dieses Feature. Das kann man sich genau darauf einstellen, hey, in so und so vielen Kilometern kommt die Geschwindigkeitsveränderung, wie lange brauche ich ungefähr zum Bremsen. Dann kann man das ein bisschen besser abschätzen, finde ich. Macht die ganze Sache einfacher. Also wir haben gelb voraus, beziehungsweise ein gelbes Vorsignal. Das zieht in der Regel ein rotes Hauptsignal nach sich. Ich könnte mir vorstellen, warum. Weil wir gleich wahrscheinlich warten müssen, bevor wir dann wahrscheinlich, deswegen auch die 60 Gleiswechsel haben, weil wir immer noch auf dem Gegengleis fahren. Also da gehe ich jetzt mal stark von aus, dass das daran liegen wird. Das heißt, wir gehen auch schon runter auf 40, bevor uns gleich der 500-Hertz-Magnet in die Parade fährt. Mal wieder Lucky Lucky hier. Das dürfen wir wieder fortfahren, aber ich traue dem Ganzen nicht. Das war grün, aber ist jetzt grün oder rot? Ist grün, dann, ja, dann dürfen wir auch. Mindestens 60, dann können wir mindestens ganz wieder befreien. Dann können wir sowieso ohne Probleme 60 fahren. Wir haben nämlich mit Sicherheit gleich einen Gleiswechsel vor uns. Weil wir, wie gesagt, noch uns noch auf dem Gleis, im Gegengleis befinden.
ich jetzt einfach mal, dass es daran liegen wird. Ja, mir geht das Gleis rechts ab, ihr seht die Weiche. Genau, das ist nämlich der Punkt. Wunderschön. Wunderschön! Ah, seht mal. Ein bunt gemischter RRX und allem drum und dran. Ach, wie schön. Ach, wie schön, wie schön. Ach ja, ich weiß auch nicht, was das manchmal soll. Lassen wir das. Aufregen bringt nichts. Die Beschleunigung ist natürlich mega, weil alle Loks laufen ja selbstständig bzw. schalten Leistung auf und das schiebt natürlich ordentlich an. Das ist klar, wenn dahinter vier oder fünf Loks sind, die ordentlich anschieben, die selber Leistung aufschalten, dann ja, seht ihr selber, was dann abgeht hier. Und da wir ja keine schweren Personenwagen zu ziehen haben, ist das natürlich mit der Beschleunigung überhaupt kein Problem. So, es dürften wir eigentlich 130 jeden Moment, dann 160. Da sind wir auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie schnell man mit dem Lokzug fahren darf. Ehrlich gesagt, bin ich da jetzt ein bisschen überfragt, aber ich denke 160 auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mal, ob wir da jetzt 200 überhaupt fahren dürften mit einem Lokzug oder nicht. Da bin ich jetzt etwas überfragt, ehrlich gesagt. Sind auf jeden Fall noch 32 Kilometer bis Dresden, Dresden-Altstadt, GBF, ihr seht's, Gleis 7, dort sollen wir den Lokzug abstellen, das werden wir natürlich auch tun, vorschriftsmäßig. Aber noch dürfen wir nicht schneller fahren als 120. Oder es liegt an der 100, an der Vectron, dass wir nicht schneller fahren dürfen. Aber das kann er normalerweise nicht, weil die Vectron hat die Zugsicherungssysteme ja nicht eingestellt. Also PZB Art M oder was sie jetzt davor eingestellt hat, dürfte ja eigentlich gar nicht zum Tragen kommen, weil wie gesagt, die ist ja überhaupt nicht aufgerüstet. Das Einzige, was die hat, hat den Stromabnehmer gehoben. Das ist ja sozusagen jetzt ein KI-Lok. Wenn man jetzt genau, wenn man es genau nimmt. Oder es ist vom System her so, dass wir mit einem Lokzug nicht schneller als 120 fahren dürfen. Bei Streckengeschwindigkeit läge eigentlich jetzt bei 160, wie ihr gesehen habt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, warum wir jetzt trotz Streckengeschwindigkeit von 160 km/h nur 120 fahren dürfen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da eine Idee habt. Also ich finde diesen Formations Editor richtig gut. Man kann wirklich machen, was man will. Praktisch alles zusammenstellen, was es eigentlich so nicht geben wird oder geben würde. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe den nicht im... Doch. Ich habe den doch im Formations Editor zusammengestellt. Ja, ich wollte es erst nicht, habe es dann aber doch gemacht. Also man kann da wirklich seiner Fantasie komplett freien Lauf lassen und... Zugverbände zusammenstellen, die es eigentlich in der Realität mit Sicherheit so nicht geben würde. Ich finde es eine feine Sache, rundet die Sache so ein bisschen ab, bringt ein bisschen mehr Pep ins ganze Spiel, ja, und kann dann so ganz normal in den Fahrplanmodus gehen, einfach auf den Fahrplanmodus selber gehen, zu Fuß sich eine Strecke aussuchen
Und dann kann man sich irgendwo den Zug hinspawnen, wo man starten will, und dann kann man loslegen mit seinem selbst zusammengestellten Zugverband. Ich finde das eine feine Sache. Ja. Jetzt zu was anderem. Ihr habt es gestern vielleicht mitbekommen in meinem Ankündigung, in meinem Infovideo. Ich habe ja gestern im Infovideo angekündigt, dass die BR111 zusammen mit der neuen Strecke Rosenheim-Salzburg an den 27. Februar 2024 released wird. Und ab dem 20. Februar 2024, sprich kommenden Dienstag ab 18 Uhr, kann man das Ganze für 10 Cent, also mit 10 Cent Rabatt vorbestellen. Also für alle Steam-Player, sei noch dazu gesagt. Also Konsolenspieler sind jetzt leider noch von ausgenommen, vorerst. Aber für alle Steam-Player gibt es einen Pre-Order-Rabatt von 10%. Ab dem 20. Februar, sprich kommenden Dienstag, ab 18 Uhr, kann man das Ganze vorbestellen. Und ab dem 27. Februar 2024, das ist dann nochmal 7 Tage drauf, sprich dann Dienstag in einer Woche, wird das Ganze dann released. Und ja, ich finde es eine feine Sache. Weil die BR111 ist ja sowieso eine schöne Lok. Dazu die neue Strecke Deutschland-Österreich, so ein bisschen grenzüberschreitender Verkehr von Deutschland nach Österreich und von Österreich zurück. Quer durch Bayern dann bis nach Österreich, nach Salzburg. 13 Stationen, 89 Kilometer. Das ist die Strecke, die Strecke an sich. Also sie hat 13 Stationen, an denen man anhalten kann, und 89 Kilometer insgesamt, also von Rosenheim bis nach Salzburg. Dazu wird es dann, wie gesagt, die BR111 in verkehrsroter Lackierung geben. Zusätzlich kann man mit der Vorarlbergbahn auf der Strecke fahren. Das ist auch noch, sei auch noch dazu gesagt. Und ja, das, wie gesagt, klingt nach einem sehr schönen DLC. Regulärer Preis ab dem 27. Februar 2024 nach Veröffentlichung 35,99 €. Bis dahin ein vergünstigter Preis für alle Pre-Order-Fans, für alle Steam-Player 10% Rabatt, Pre-Order-Rabatt. Ab dem 20. Februar 2024 um 18 Uhr oder ab 18 Uhr. Das sei nochmal euch wärmstens ans Herz gelegt, falls ihr da Bock drauf habt. So, mittlerweile hat es angefangen zu regnen, aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Wir müssen unseren Lackzug trotzdem bis nach Dresden bringen. Güterbahnhof, dort stellen wir die Lokparade ab, und der Kollege wird sich dann später die Loks daraus auseinanderklamüsern und sich dann die Loks daraus nehmen, die er dann für seinen Zugdienst benötigt. Wir könnten uns natürlich noch den Spaß machen, den im Güterbahnhof die ganze Lokzug auseinandernehmen und die Loks verteilen, aber warum sollen wir die Arbeit machen, die eigentlich andere machen, die dort in Dresden stationiert sind? Hätte ich fast gesagt, also unser Job ist es, den Zug von Riesa nach Dresden zu bringen, heile und ihn dort abzustellen. Es ist eigentlich nicht unser Job, jetzt auch noch jede einzelne Lok da zu verteilen. Könnten wir natürlich machen. Und dann könnten wir uns auch noch den Spaß machen, jede Lok mit einem Zug zusammenzubringen. Das wäre vielleicht auch noch eine schöne Idee. Also es sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Es ist einfach ein wunderschönes Feature. So, wir haben jetzt gleich eine Geschwindigkeitsveränderung von 160 auf 140. Das betrifft uns, glaube ich, nicht so wirklich. Weil wir ja, wie gesagt, eh nur 120 dürfen. Aus welchem Grund auch immer, von daher tangiert uns das einfach nicht. Aber das ist auch wieder so eine schöne Sache, denn das kann man sich in den Einstellungen einstellen. Dann taucht das da oben rechts auf. Ich finde das eine feine Sache. Da kann man sich, wie gesagt, besser darauf vorbereiten, sich so ein bisschen ja, aufgrund der Länge seines Zuges, aufgrund der Schwere seines Zuges so ein bisschen zusammenrechnen oder ausrechnen, wie lange braucht man Zug, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt einen schweren EC hinter mir habe oder so, oder einen schweren Güterzug,
dann würde ich vielleicht vorschlagen, wenn man jetzt von, sagen wir mal, 160 auf 100 oder so runter muss, sollte ich vielleicht bei 2 Kilometer oder 2,5 Kilometer schon mal anfangen zu bremsen. Das wäre vielleicht die Idee. Und so kann man sich da oben das da wunderbar ablesen. Und so viel Kilometern kommt die, ist die Geschwindigkeitsveränderung wirksam. Und dann sollte man bis dahin dann auch auf der Geschwindigkeit sein. Ich finde das eine schöne Sache. Kann sich jeder so einstellen, wie er es möchte. Ich finde es schön und ja. So viel dazu. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das jetzt nur bei den Geschwindigkeitsverringerung dort angezeigt wird oder auch bei der Geschwindigkeitserhöhung. Da muss ich gleich mal darauf achten, wie das abgelaufen ist. Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, dass man dann die Geschwindigkeit erhöhen darf, meine, das darf man ja sowieso erst, wenn die Zahl abgelaufen ist, also einen erreicht hat. Von daher, ich finde die was bei der Geschwindigkeitsverringerung eigentlich sehr, sehr nice. Ist tatsächlich bei der Erhöhung auch dabei. Ja, geil. Ja, dann ist das so. Dann ist das doch schön. Dann ist das doch ein schönes Feature. Das ist doch eine schöne Sache. So, 20 Kilometer, nicht mal mehr, 18. Da fahren wir mit unserem Lokzug. Alle haben den Stromabnehmer gehoben. Alle. Wunderschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Loks. Richtig gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Eine 101 zieht und eine 101 schiebt. Und dazwischen haben wir die Vectron, die BR-103, die BR-146, die BR-112 und die BR-143. Die bringen wir jetzt alle nach Dresden. Aber ich glaube, das sind alle Einzelloks, die es gibt im Spiel zurzeit. Zukünftig wird sich dann dort in so einen Lokzug auch noch die BR-111 einreihen. Dann haben wir 8 Einzellokomotiven. Gut, ich könnte jetzt noch die englischen und amerikanischen dazu nehmen, aber ich bleibe jetzt mal in Deutschland. Also rein deutsche Lokomotive sind jetzt 7 Stück an der Zahl, die wir zur Verfügung haben. Und also ich glaube, ich habe, wenn ich jetzt nicht richtig falsch liege, aber ich meine wohl, es gibt doch jetzt nur die Vectron, die 101, die 146, die 112, die 143. Sind 5 Loks. Ja gut, ich habe jetzt ja, 7 Loks, also 101, 146, 112, 143, 103, 193, 6 Loks. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und die 112, die habe ich glaube ich auch noch nicht. Warte mal, bin ich jetzt total verkehrt? 101, 112, 143, 193, 103. Nochmal. 101, 112, 143, 146, 193, 103. Ja, 7 Loks. So, 130 tangiert uns auch noch nicht so wirklich. Danach wieder 160. Dann brauchen wir, glaube ich, auf nichts reagieren hier. Es sei denn, wir müssen hier quittieren. Ne, müssen wir nicht. Wozu auch? Wir sind ja vollkommen unter der Geschwindigkeit, die wir gleich erreichen sollen. Von daher, glaube ich, reagiert PCB, glaube ich, gar nicht. Wer mich jetzt nicht alles täuscht, also ich glaube, wenn man unterhalb der geforderten Geschwindigkeit eh fährt, dann braucht man auch nicht quittieren. Glaube ich zumindest, dass das so ist. Verbessert mich gerne in den Kommentaren. So, wir haben so ein bisschen Wechselspiel hier. 130, 160, 130, 160. Aber wie gesagt, davon sind wir vollkommen befreit. So, kommen wir so langsam näher hier. Ich das jetzt wieder weg hier.
mal einfach so. So. So, darf das Nahverkehrsgleis, ihr seht es links. Die Nahverkehrsgleise, sagen wir mal so. Bitte mehr, mindestens zwei Stück. In jede Richtung eins. So, dann sind es noch 10 süße Kilometerchen bis nach Dresden. Dann hätten wir die Fahrt auch erledigt. Mit unserem wundervollen Lokzug. So, was kommt da? Güterzug. Sehr nice. Kühlerraum 1, 013-1, Führerraum 1. Sind wir unterwegs mit unserer BR101 als Zuglok im Lokzug. Ich habe mir gedacht, so ein Lokzug ist doch auch mal was Schönes. Mal ein paar Loks zu überführen. Also ständig Personenzüge. Ich habe mir gedacht, nehmen wir uns einfach mal ein paar, mal die Loks, die wir alle haben, und überführen die mal so ein bisschen nach Dresden. So, da vorne ist auch wieder was am Fahren oder stehen. Ja, am Fahren, oder? Das fährt, glaube ich. Oder steht, oder es fährt in unsere Richtung. Ja, es fährt in unsere Richtung, tatsächlich. Ein RE dürfte das sein. Mit Dostus und einer 146. Nein, wir sind in Dresden. Das wird wahrscheinlich eine 112 sein, die dort als Zuglok fungiert. Will ich jetzt mal spontan tippen. Auf jeden Fall werden wir sie jetzt gleich überholen. Wenn auch nur sehr schwer, weil die auch mit Sicherheit 100 drauf hat. Mit Sicherheit fährt ja 100 km/h, garantiere ich für. Der zwar jetzt gleich rot, oder? Nee, das war nicht er. Na, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Oder ist doch tatsächlich doch nur 146. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Dort steht auch ein RE. Schubblock ist ebenfalls eine 146. So, ihr seht es jetzt, 4 Kilometer, da sind, kommt 80. Da kann man sich, wie gesagt, wieder wunderbar darauf vorbereiten. Ich denke, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich denke mal so ab 2 Kilometer, anderthalb. Sollte reichen. Es sei denn, die PZB zwingt uns früher dazu. In Form von Quittieren. Aber nach wie vor haben wir kein Signal. Irgendwo, was uns da irgendwie zum Quittieren zwingt, aber das wird mit Sicherheit kommen. Könnte ich mir gut vorstellen, weil wir kurz vom Bahnhof sind. 80 ist so eine magische Geschwindigkeit. Ja, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir quittieren dürfen, müssen, sollen. Gehen wir mal runter. Seitdem haben wir eh keinen. Und daher. Ihr seht mal, wie schnell die bremst. Das ist der Wahnsinn. Hätte 1,5 Kilometer hätte noch gereicht. Ich glaube, 1 Kilometer hätte sogar noch gereicht. Haben wir trotzdem pünktlich geschafft. Aber ist egal. Wie gesagt, kein Stress. Haben wir hier keiner. Sind ja nicht auf der Flucht.
Von daher alles im grünen Bereich. So, es wird auch langsam wieder heller, dürfte der Regen auch gleich aufhören, hoffe ich. So, ich habe ja gestern im Infovideo euch ein bisschen was erzählt, so also ein bisschen angerissen, die ganze Sache mit dem Problem, die ich so hatte. Da kann ich vielleicht ganz kurz noch eben drauf eingehen. Und zwar, ich hatte einige Probleme mit dem Spiel. Erstmal ist mir die Festplatte abgeschmiert, warum auch immer, die will einfach nicht mehr. Ja, da musste ich das Spiel neu installieren, beziehungsweise erstmal deinstallieren, habe es dann neu installiert. Dann wollte, ist das, die, das Spiel die ganze Zeit abgeschmiert, bis ich darauf gekommen bin, dass die Festplatte einen Schaden hat. Habe die abgezogen, seitdem läuft es wieder. Ich habe mir einen neuen Monitor geholt, einen Curved-Monitor, HDR-fähig und ja, habe auch, läuft auch soweit alles gut, aber dann kam das nächste Problem, nämlich das Aufnahmeprogramm wollte nicht mehr mit HDR. Frag mich nicht warum. Da musste ich mir auch erstmal Neues suchen. Ich habe zum Glück eins gefunden jetzt und wie gesagt, bis das alles mal so weit war, dass das alles wieder lief, hat echt gedauert gestern. Ich war gestern gefühlt den halben Tag nur unten hier und habe gefummelt und getan und installiert und gemacht, damit das wieder läuft und ich euch wieder ein Video präsentieren kann. Und das Infovideo gestern, das hat dann wirklich funktioniert. Da war ich sehr stolz drauf, dass ich das hingekriegt habe. Ja, und bin froh, dass das jetzt alles wieder reibungslos verläuft mit mit dem Spiel, mit der beziehungsweise Festplatte habe ich keine mehr im Moment, aber mit So, da war gerade der Speicherplatz voll. Ich hoffe, ihr habt es noch mitgekriegt. Also wie gesagt, ich bin jetzt einigermaßen froh, dass es läuft, ich euch wieder Videos präsentieren kann, aber jetzt habe ich gerade gemerkt, jetzt habe ich das nächste Problem. Ich muss auf jeden Fall, jetzt solange ich noch keine Festplatte wieder habe. Wieso? Was denn das hier jetzt? Ach, ich war nicht mit dem Bildschirm, ich war noch außerhalb des Bildschirms, deswegen. Das ist das Problem. Das ist das Problem gewesen. Das war das Problem, deswegen hat er die SIFA nicht angenommen. Deswegen hat er die SIFA nicht angenommen. Aber ja, es ist jetzt kein Problem mehr. Es kommt alles auf einmal. Es ist, ja. Wie gesagt, solange ich noch keine Festplatte habe, muss ich darauf achten, nach jedem Aufnahme oder nach jeder Aufnahme, nach jedem Hochladen, praktisch das Video wieder zu löschen, damit ich genug Speicherplatz habe. Ich hatte gerade mit dem aktuellen Video drei Videos praktisch auf der Festplatte. Das war speichermäßig dann nicht mehr zu packen. Ich auf 60 gehen. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass ich jetzt sehr froh bin, dass das alles wieder reibungslos verläuft mit dem ganzen Spiel, mit dem Aufnehmen, mit dem Monitor, dass ich ein Aufnahmeprogramm gefunden habe, dass das auch reibungslos macht. Aber ja, jetzt muss ich halt darauf achten, immer die Videos wieder zu löschen, damit ich genug Speicherplatz habe. Ja. So, da sind wir jetzt gleich am Zielpunkt. Während es hier immer noch ohne Ende regnet. Da muss ich die Videos halt gleich zusammenschneiden und dann habt ihr praktisch trotzdem ein Video. Das ist ja kein Problem, das ist ja Gott sei Dank möglich. Das Programm habe ich ja noch. So. Ich denke mal, dann sollten wir schon mal Rundfahrt 40 gehen, bevor uns gleich die SIFA, die PCB an die Karre fährt. Dann sind wir hier im grünen Bereich, hätte ich fast gesagt. So, dann schauen wir mal, ob wir EQT'en müssen. Nein, weil wahrscheinlich schon 40 fahren. Deswegen wahrscheinlich nicht.
Also ich muss mir dann aber schnellstens wieder eine Festplatte, eine externe Festplatte besorgen, damit ich da auf jeden Fall wieder genug Speicherplatz habe. Warum die abgeschmiert ist, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Naja, es ist jetzt schon die dritte, die ich mir dann holen werde. Ist ein bisschen schade eigentlich, weil die sind ja auch nicht gerade billig. Aber ja, macht man nichts. Ne? Ist wie bei der Waschmaschine. Ne? Nach der Garantie gehen die plötzlich kaputt. Es ist wie verhext. Es ist wirklich unheimlich. Also so, da vorne ist dann unser Ziel, wo wir unseren Lokzug abstellen werden. So, dann werden wir wahrscheinlich jetzt gleich noch den roten, den 500-Hertz-Magneten quittieren dürfen müssen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ne, sieht nicht so aus. Oder kommt da noch ein Magnet? Ja, kommt noch einer. Dann werden wir wahrscheinlich das Zwangse kassieren. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich jetzt, habe ich mich irgendwie befreit. Aber ja, dann ist das so. Na, doch nicht. Ich dachte, jetzt kriegen wir eine Zwangse geklatscht, aber ist nicht so. So, dann hätten wir das Ziel über erledigt. Dann können wir eigentlich, wir können es ja mal versuchen. Ach so, können es ja mal versuchen. Ich weiß nicht, wie weit wir hier noch fahren können. So, wir müssen, genau, wenn, dann machen wir es richtig. So, noch den Stromabnehmer senken. So, wir kuppeln die alle mal ab, dann haben die nämlich wenigstens ihren Stromabnehmer gesenkt. Das ist doch mal eine Idee. Sollten sie normalerweise. Die 103 will ich senken. So, der Regen hat auch aufgehört, wunderbar. Da können wir ja hier Feierabend machen. So, Scheinwischen machen wir noch aus. Würde ich sagen, dann machen wir hier noch sämtliche Sicherungssysteme aus. Ach, ist auch egal jetzt. Jetzt ist auch egal. Würde eigentlich nur die Scheibenwischer ausmachen. Ach, egal, komm, lass mal das.
Lassen wir das, wir machen ja hier sowieso Ende Ausschluss. Zugbeeinflussung. So, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Machen wir die Displays noch aus. Liebe Fahrgäste, hier spricht Ihr Lokführer. Leider verzögert sich unsere Weiterfahrt nur wenige Minuten, da vor uns noch ein verspäteter Zug die Gleise blockiert. Es geht aber gleich weiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Dear passengers, this is your train driver speaking. Unfortunately, our onward journey will be delayed by a few minutes because a delayed train is still blocking the tracks ahead of us, but we will continue immediately. Thank you for your understanding. Okay, was war das jetzt? Ich habe doch nur das Display ausgemacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Lokführer. Leider stehen wir gerade vor einem roten Signal. Wir werden unsere Fahrt in Kürze wieder fortsetzen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ladies and Gentlemen, this is your train driver speaking. Unfortunately, we are standing in front of a red signal right now. We will be able to resume our journey shortly. Thank you for your understanding. Ja, geil. Also sorry Leute, das wusste ich jetzt auch nicht, ne? Ich habe nur das Display ausgemacht. Ich pack's ja nicht. Guck mal, was hier gleich passiert. Unsere Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten, da uns einfach das Signal auf Halt gestellt wurde. Aber keine Sorge, es geht natürlich gleich weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear passengers, this is your train driver speaking. Our onward journey has been delayed by a few minutes because the signal has simply been set to stop. But don't worry, of course we will continue immediately. Thank you for your attention. Ja, mega. Meine lieben Fahrgäste, hier spricht Ihr Lokführer. Unser vorausliegender Streckenabschnitt ist leider noch durch einen anderen Zug belegt. Wir setzen unsere Fahrt aber in Kürze wieder fort. Vielen Dank für Ihre Geduld. My dear passengers, this is your train driver speaking. Unfortunately, our... Ja, geil. Absolut genial. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Haha, ha, absolut mega. Wieso ist das denn noch anders bitte ausgestellt? Na egal, lassen wir das. Wird die PZB abgestellt oder nicht? SIFA aus, PZB aus, LZB aus. Lassen wir das. Können wir hier noch irgendwas abstellen? Nee. Egal. Wir steigen aus, machen Feierabend. Und das war's auf jeden Fall mit der Reise mit unserem Lokzug hier bis nach Dresden, Güterbahnhof. Wenn es euch gefallen... Was steht da? Also wer immer dieses Repaint gemacht hat, du hast leider ein N vergessen, aber das fällt mir auch jetzt erst auf. Aber ja, so ist es. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, noch einen schönen Freitag. Ja, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, es, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Euer Dedenis Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.